Mit dem Mega-Hit Rooftops vor 4 Jahren. Er singt auf Englisch und er singt so gut auf Englisch, dass viele ihn für einen Anglo-Amerikaner halten. Dabei ist er in Bremen geboren, in Mallorca aufgewachsen und jetzt wohnt er in Berlin. Wir freuen uns auf Nico Santos. Ja. Nico, du sprichst Spanisch, du sprichst aber auch Mallorquin. Das ist sehr ungewöhnlich, ist eine sehr schwierig zu erlernende Sprache. Du sprichst Deutsch und Englisch und auch sehr, sehr gut, eben sehr, sehr gut Englisch mit einem American Accent. Woher kommt es, dass du so akzentfrei diese Sprache sprichst? Englisch? Ja. Ich habe mir damals, als ich 14 war, glaube ich, habe ich mir gedacht, wenn ich es irgendwann mal ich sag mal, in irgendein englischsprachiges Land schaffe, ja, dann will ich nicht, dass sie sagen, oh, der klingt ja aber genauso wie so ein Deutscher, der Englisch spricht. Ja. Deswegen habe ich immer die ganzen Interviews nachgesprochen von meinen Lieblingskünstlern. Immer wieder einfach auch, also ja, nicht nur die Musik, sondern einfach dann die Interviews. Da habe ich irgendwie geguckt, toll. MTV, toll. Chris Brown und die ja, halt nachgesprochen. Wenn man sich mit dir beschäftigt in Vorbereitung auf dieses Gespräch, dann merkt man, dieser Bursche ist ehrgeizig, im besten Sinne des Wortes. Auf einer Skala von 1 bis 10, der Ehrgeiz-Skala, wo würdest du dich da einordnen? 9 3/4 wahrscheinlich. Ja, schon 9, ja, stimmt, das passt so. 9, ja, will ich schon sagen. Ja. Wie deine Karriere bisher verlaufen ist, schauen wir uns mal an. Wir haben einen kleinen Film vorbereitet, danach führen wir das Gespräch. Dieser Mann kann sich glücklich schätzen, so gut in Sachen Passbild posen zu können, denn ein stets aktueller Reisepass ist bei ihm definitiv nötig. Der Wellenbringsche Weltenbummler ist besonders, seitdem er vom Rooftop gerufen hat, international erfolgreich. Als Musikerfamilien- und Melitta-Mann-Sohn kreierte der Mallorca-Maniac früh eigene Klänge, zum Beispiel als Michael Jackson-Double. Zum Prince of Pop wurde der Ex-Animateur zunächst durchs Animieren anderer. Verlena, Helene Fischer, Mark Forster, Alvaro Soyer und auch Roland Kaiser erstellte der frühere Kellner Hit Rezepte. Seitdem er selbst singt, verdient er seinen Künstlernamen, der Heilige. Mehr denn je, Nico Santos. Ja, ganz kurz, ich muss dazu ergänzen, es wird immer so gesagt, schreibt Songs für, also ich schreibe, wenn dann die Songs mit. Also mit. Das war immer. Okay, Co-Writing. Genau, Co-Writer. Co-Writing. Du hast dich jetzt mal nach einer längeren Pause wieder zurückgemeldet mit End of Summer, einem neuen Hit. Und da beteiligst du, das wird ja auch durch den Film sehr deutlich, ihr seid eine sehr intakte, sehr musikalische Familie. Und bei diesem neuen Titel hast du auch deine Familie beteiligt. Warum? Mhm. Warum hast du das getan? Meine Familie, die wohnen alle auf Mallorca. Und klar, in der Corona-Zeit war das sehr, sehr schwer, sich zu sehen. Wir hatten auch vorgehabt, Weihnachten zusammen zu feiern, ja, was eigentlich ein Ritual bei uns immer war, in Deutschland zu feiern. Wir haben Weihnachten auf Mallorca, kommt jetzt nicht so die weihnachtliche Stimmung auf. Und das ging dann auch nicht. Also ich habe quasi meine Familie fast ein ganzes Jahr lang nicht gesehen. Und ab dem Zeitpunkt, wo es wieder ging, habe ich das getan. War dann sehr, sehr oft dann auch auf Mallorca und dann wieder bei der Familie. Wir haben damals schon als Family Musik gemacht, als The Welly Family. The Welly Family. Und genau, sind durch Dorffeste getingelt und haben Hotel California oder Knock on Heaven's Door gesungen und so, als ich 12 Jahre alt war. Und irgendwann dachte ich mir, wie schön das ist, wenn wir zusammen Musik machen, wie schön das auch ist und wie sehr uns das noch mal zusammen zusammenbringt. Und das ist auch so schön, irgendwie zu sehen, dass es gar keine Grenzen gibt. Mein Papa ist jetzt 76, Mama ist 18 Jahre jünger, meine Schwester ist 3 Jahre jünger als ich. Es gibt keine Grenzen irgendwie, ne? Und Musik bringt trotzdem alle irgendwie zusammen. Ja, und dein Vater, der wird ja immer so ein bisschen auf den Militärmann reduziert, wobei das ganz wunderbare Commercials waren damals in den 80er Jahren. Aber er ist Musiker, hat mit Roy Black lange gearbeitet. Er ist übrigens aus dem niedersächsischen Wolfsburg, habe ich gesehen. Er ist ein echter Niedersachse. Deine Mutter ist Gitarristin. Und wie das so aussieht, wenn die ganze Familie jammt, da gibt es eine Dokumentation. Wir schauen uns das mal an. Da merkt man richtig die Harmonie. Summer,
Schön. Der Jörg hat vorhin gesagt, es ist so schön, Menschen zu sehen wie Sophia und wie Boris, die sowas für eine Sache so brennen. Ja. Ja? Und das beneidet man natürlich auch immer dann, wenn man nicht geküsst worden ist von so einem Interesse. Gab es für dich je einen Plan B, einen beruflichen Plan B? Nee, ich glaube, hatte ich wirklich nie. Also seit dem Zeitpunkt, meine Eltern haben mir eine Michael Jackson-Kassette gegeben, da war ich 3. Ab dem Zeitpunkt wusste ich, ich will nur das eine machen. Ja. Klar, als junger 6-Jähriger guckst du auch Fußball und willst Profifußballer werden, 2 Jahre lang. Aber ich wusste auch, und das muss ich auch sagen, in unserer Schule war das auch, es war so, man wurde nicht zu etwas gezwungen. Damals, oder einer meiner Klassenkameraden ist der Bruder von Marco Asensio, ja, der jetzt in Real Madrid einer der erfolgreichsten Spieler ist. Es wurde immer das gefördert, was man am besten konnte. Und es wurde auch nie das ausgeredet oder mach mal lieber Abi und so. Also ich will das niemanden ausreden, aber auf jeden Fall, diese Talente wurden immer gefördert und ja, es wurde auch nie irgendwie gesagt, das glaubt nicht, dass das was wird oder so. Ja, Bedenkenträger gibt es immer. Ja. So, ne? Aber Heiner, gab es das bei dir, Heiner, hattest du einen anderen Plan B beruflich, als du dich so orientiert hast, was man machen könnte? Ich wollte mit 11 Jahren eigentlich Schauspieler werden auch. Ja, ja, ja. Auch später gab es nie einen ernstzunehmenden anderen Beruf, der dich interessiert hätte? Nicht wirklich. Nee. Hast du nicht eine Ausbildung gemacht? Oder hast du? Ja, die habe ich meinem Vater zuliebe gemacht. Darf ich fragen, was war denn das? Was Installationslehre. Ich war 3 Jahre auf dem Bau, ja, und sollte ja diese Firma übernehmen von meinem Vater. Aber das war irgendwie, ich bin da parallel schon zur Schauspielschule gegangen auch und so. Aber ich habe mal eine Frage. Ja, sehr gerne. Sag mal, wenn du sagst, du arbeitest mit Helene Fischer zum Beispiel an dem Song, was machst du da? Machst du da die Musik oder Text oder beides? Oder? Nee, also bei deutschen Sachen mache ich keinen Text. Dafür bin ich wirklich zu unerfahren mit der deutschen Sprache. Das ist Komposition, ja. Machst du die Komposition? Genau. Ah, genau. Okay. Also super. Zum Beispiel mit Helene ist es ein Beispiel, also mit ihr war ich noch nie wirklich im Studio. Ja. Zum Beispiel der neue Song, der jetzt rausgekommen ist, auf Spanisch, also Vamos a Marte mit Luis Fonsi, der ist mir quasi zugeflogen. Den gab es schon auf Deutsch und da habe ich die spanische Übersetzung dafür gemacht. Ah, ja, okay. Und genau, aber sonst, ja, ist man meistens drin und das war auch, viele Songs sind entstanden, bevor ich noch Künstler war. Da war ich quasi nur, und da hat mir einer mal gesagt, als Tipp, ey, das wird super, super lange dauern. Schreib, sei unser Praktikant. Wir werden dich immer irgendwo mit reinschleusen. Haben ja viele angefangen so, ne? Ja, genau. Ja. Und dann irgendwann nimmt man dich auch wahr als Teil des Ganzen. Das ist ein Vorteil, wenn man nicht Schauspieler ist. Der Schauspieler braucht immer einen Produzenten oder einen Theaterintendanten, der sagt, mach mal. Der Autor kann, oder der Maler kann schreiben und kann malen und eines Tages wird es vielleicht entdeckt. Das ist ein großer Vorteil. Was ich bei dir beeindruckend finde, du bist ja zwar aus einer sehr harmonischen Familie erwachsen, aber ja, du bist nach Deutschland gekommen und die Familie konnte dich finanziell nicht unterstützen. Du bist wirklich sehr in Berlin auf dich selber gestellt gewesen Hat das dein Verhältnis zum Geld in einer gewissen Weise beeinflusst? Bist du vorsichtig vielleicht? Oder ich bin schon sehr sparsam. Ein Sparfuchs. Nee. Ja, da ist er wieder, der Fuchs. Nee, ein Sparfuchs. Nee, also ich, aus Berlin. Halb aus Berlin. Stimmt. Ja. Ich habe übrigens sehr viele Füchse in meiner Straße. Ich würde schon sagen, ich bin sparsam, ja. Gibt es irgendeines, ich bin das auch immer so, aber es gibt dann so bestimmte Luxusbereiche, wo man, ja, so, also das definiere ich dann für mich. Ja. Als Luxus, ja, jetzt nicht irgendwie ein alberner Porsche oder so, aber irgendwie, wo du sagst, ach, das... Dass ich gutes Essen. Ja, verstehe ich. Ja, dass ich nicht mehr, ich habe damals in Köln noch in der WG-Zeit, da habe ich wirklich gar nichts irgendwie bezahlt für Essen. Da habe ich wirklich mir in der Woche, habe ich mir alle Lidl fertig gekriegt. Es gibt auch noch Aldi, Fertiggerichte für 1 Euro geholt, die ich gefunden habe und so. Die anderen haben sich immer lustig gemacht, dass ich gegessen habe. Aber ich habe gesagt, ey, dafür habe ich aber mehr Geld für andere Sachen, für so Instrumente oder so. Darf ich mal fragen, Florian, was ist für dich Luxus?
Luxus ist für mich eigentlich schon das Wissen, dass ich jederzeit sehr viel von dem machen könnte, was ich mir in meiner Kindheit und Jugend nie erträumt hätte. Also das reicht mir eigentlich schon. Ich bin jetzt gar nicht so ein Luxustyp. Ich kaufe mal gerne einen neuen Anzug oder so und freue mich, wenn der sitzt. Aber mehr ist da eigentlich. Ich bin überhaupt kein Typ für Besonderheiten oder so. Aber schon dieses Wissen zu sagen, ja, es geht mir so gut, dass ich da leben kann, wo ich gerne leben möchte und dass ich so leben kann, wie ich will, das reicht mir eigentlich schon. Das war in meiner Kindheit nicht immer denkbar. Victoria, hast du sowas, was für dich wirklich Luxus ist? Ich bin auch so wie ihr. Ich gebe viel Geld fürs Essen aus. Ich liebe gutes Essen. Ja. Oh, Frauen sagen, ich gebe viel Geld fürs Essen, finde ich toll. Ja, ich auch. Ja, ja. Das tue ich aber auch. Heißt ja nicht dass, zwingend, dass sie für andere für Klamotten also, nicht viel. Wilke, du bist im letzten Jahr Coach bei der Musikshow gewesen, The Voice of Germany, gemeinsam mit Johannes Oerding, mit Sarah Connor, mit Mark Forster war auch noch dabei. Wer war so die härteste Gegnerin, der härteste Gegner? Wer hat es dir am schwersten gemacht? Also die sind ja, das wird ja jetzt gerade quasi gedreht. Ja, und ich würde mal sagen, man kann die Show schon irgendwie umbenennen in Sarah Connor und die anderen drei. Okay, weil das ist toughes Cookie. Es ist auf jeden Fall. Ich glaube, sie macht es uns nicht leicht. Das wird jetzt am 7. Oktober kommt die erste Folge. Was hat sie, was die anderen nicht haben? Erstmal Sarah Connor. Also, ja, klar. Ich war schon Fan, da war ich 10 Jahre alt. Und, unfassbare Sängerin. Ja. Ja. Erstmal unfassbare Sängerin, wenn sie einem Talent schon sagt, wollen wir einen Song zusammen singen, dann müssen wir gar nicht mehr kämpfen. Normalerweise gibt es ja die Coach-Fights. Ja. Und dann buhlt man um jemanden. Da ist dann schon, dann sagst du, okay, wir warten auf den nächsten und so, geh mal zu Sarah. Ja. Also es ist schon, also die hat auch einfach eine Präsenz und ey, also alle anderen Coaches sind auch wirklich wundervoll. Klar. Jeder hat seine Stärken, aber es ist halt Sarah Connor. Ja, ja. Einfach dazu, auf Englisch und auf Deutsch, zwei Karrieren quasi gehabt. Und immer noch. Im rechtegetriebenen Geschäft ist es so, kein Filmproduzent weiß, ob es ein Kinohit wird, kein Buchautor weiß, ob es ein Bestseller wird, kein Komponist weiß, ob es ein Smash-Hit wird. Aber gibt es bei dir irgendein Gefühl, wenn du hast 1000 Songs komponiert, gibt es bei dir ein Gefühl, wo du sagst, da ist irgend so eine Line drin, eine Formulierung drin, ein Rhythmus drin, das Ding müsste besser funktionieren als was anderes? Ja, irgendwann, ich glaube, im Studio entsteht so eine Euphorie und man freut sich, dass seinen Freunden, seiner Partnerin, der Familie, man freut sich ein bisschen mehr, diesen Song zu zeigen. Ja. Ich glaube, das ist schon ein guter Indiz, so dass das vielleicht ein guter Song sein könnte. Aber manchmal ist es dann doch genau das Gegenteil. Stichwort seine Partnerin, du hast das erste Mal ein Liebeslied geschrieben, ein Love-Song geschrieben, von dem du sagst, der hat ein positives Ende. Also ja. Wer hat dich dafür inspiriert? Ah, ist ein Song, den ich geschrieben habe für meine Partnerin. Also normalerweise schreibe ich Songs oft, also die Texte auf die Melodie. Ja. Und da war es so, ich wusste ganz genau, wie ich den Song schreiben will. Ich hatte den quasi schon in mir drin. Ich wusste, dass die Strophen darin sollen ein bisschen düsterer klingen, sollen die Vergangenheit von vergangenen Beziehungen sein, ein bisschen diese Zweifel, die man vielleicht in eine neue Beziehung mitbringt. Und der Chorus ist so, das Hier und Jetzt, wir haben uns gefunden. Jetzt hast du uns aber so den Mund wässrig gemacht, dass ich dich bitten würde. Ja. Ich würde dich jetzt bitten, im Hinblick auf die Zeit, entschuldige mich, dich bitten, da schon mal zu deinem Arbeitsplatz zu gehen. Okay. Weil über Musik reden ist das andere, Musik hören ist das zweifellos Bessere. So, ich darf dich also rüber bitten, meine Damen und Herren. Und jetzt haben wir eine Weltpremiere in Deutschland. Wir machen es nicht drunter, wir haben eine Weltpremiere. Denn Nikos Santos singt für uns jetzt seinen neuen Hit, Would I Lie to You? Nikos! Nikos, das war großartig. Ja, live natürlich. Live. Und wer ihn, aber ich bin Heiner dankbar für die Frage. Und wer dich live erleben möchte, du gehst auf Tour, bist hier auch im Norden. Ich nehme mal zwei Daten raus, wo du bist. In Osnabrück am 10.11. und in Hamburg am 17.11. Yes. Nico Santos. Danke. Vielen Dank.